Ein Tag in Venedig, morgens rein, abends mit dem Bus wieder raus aufs Festland, wo die Übernachtungen günstiger sind. Ein solcher Tagestrip endete gestern Abend für mindestens 21 Menschen tödlich. Der Bus verunglückte, stürzte von einer Brücke und brannte fast vollständig aus. Unter den Opfern sind auch Deutsche, wie das Auswärtige Amt mittlerweile bestätigte. Über die schwierigen Bergungsarbeiten Annette Hilsenbeck. Gedenken an der Unfallstelle für die 21 Opfer der Tragödie. Eine Überwachungskamera hat gestern aufgezeichnet, wie der Bus die Leitplanke durchbricht und abstürzt, etwa 15 Meter tief. Ein Zeuge schafft es kurz darauf noch, ein Kind und eine Frau zu retten. Ja, die haben wir rausgetragen. Als wir da rein sind, habe ich viele Menschen übereinander liegend gesehen. Es war schwierig, sie rauszuziehen. Da war Blut auf den Kleidern, überall. Die Batterien des Elektrobusses wurden beim Aufprall in Brand gesetzt. Feuerwehr und Rettungskräfte kämpfen mit den Flammen. Nach bisheriger Erkenntnis stammt ein Todesopfer aus Deutschland. Doch noch sind nicht alle identifiziert. Es ist eine Katastrophe, eine Tragödie. Wir sind an viele Verkehrsunfälle und Tragödien gewöhnt. Aber das war ein schlimmer Anblick, dieser brennende Bus, der voller Menschen war. Die 15 zum Teil schwer verletzten Passagiere wurden in Krankenhäuser gebracht. Unter ihnen soll auch ein Deutscher sein. Derweil hat die Staatsanwaltschaft Ermittlungen aufgenommen. Wir sammeln in dieser Phase alle Elemente, die wir finden, um zu rekonstruieren, was passiert ist. Und wir verfolgen bei unseren Ermittlungen keine vorgefasste These. In Venedig steht man unter Schock. Der Bürgermeister hat 3 Tage Trauer angeordnet. Gerade volljährig geworden.